Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir, und heute zeige ich euch, wie man am schnellsten die Super Dragon Balls in Super Dragon Ball Heroes World Mission farmt und aber auch, wie man an sich viele Gegenstände bekommt, unter anderem auch Gacha-Tickets, und danach werden wir Superstellung selbst beschwören und ich werde euch die einzelnen Wünsche erklären und euch quasi auch eine Empfehlung weitergeben, was man sich wünschen sollte. Denn diese ganzen Empfehlungen kommen von Goresh, Freunde. Ich werde seine Twitter-Page in die Beschreibung setzen. Falls ihr an sich an Super Dragon Ball Heroes interessiert seid und mal hier und da Insider-Infos wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall, die Twitter-Page von Goresh abzuchecken. Nun, wo kann man am schnellsten die Super Dragon Balls farmen, Freunde? Dazu müsst ihr einmal in den Erstellen-Modus gehen. Denn in diesem Erstellen-Modus gibt es eine Stage und diese Stage sollte von einem anderen Spieler, ja, erstellt worden sein. Denn im Prinzip kann man auch in Super Dragon Ball Heroes Missionen erstellen und diese dann spielen. Und diese Mission von dem User, natürlich Shoutout an ihn, spielen wir jetzt. Denn aus dieser Mission droppt garantiert immer ein Super Dragon Ball und die Stage selbst geht wirklich sehr, sehr schnell. Also sie dauert nicht lange. Ihr habt es gesehen, ich gehe einmal auf Mission suchen und dann geht ihr einmal auf über Missionscode suchen und gibt folgenden Code ein, Freunde. Kleines Z, dann haben wir hier noch an der Stelle ein großes Ad. J, großes B. Und was habe ich aufgeschrieben? 3 und 2 mal großes Z. Und dann solltet ihr zu der Stage gelangen, Freunde, die von dem User erstellt wurde. Und viele befürchten auch, eventuell habt ihr die Stage schon gesehen, denn viele von der Community empfehlen diese Stage und viele machen auch diese Stage. Das ist diese Stage hier, Freunde. Klickt einmal auf A und dann geht ihr direkt auf Spielen. Ihr könnt ihr ganz auch danach eine Bewertung geben, ob ihr es gut fandet, schlecht fandet. Jedenfalls, diese Stage, wie gesagt, wird von jedem empfohlen, von sehr vielen empfohlen. Aus der Community, denn hier haben wir einen garantierten Super Dragon Ball Drop und die Stage geht wirklich sehr, sehr schnell. Aber manche befürchten auch, dass die Stage eventuell gehotfix werden könnte. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich denke eigentlich eher nicht, denn es ist ja eine Mission, die von einem anderen erstellt wurde. Aber dennoch könnte es sein, ich will es wirklich nicht ausschließen, denn das geht wirklich sehr, sehr schnell, hier die Super Dragon Ball zu farmen und die Stage, die geht wirklich easy und schnell. Heißt, in einer Runde habt ihr ihn besiegt und bekommt sofort einen Super Dragon Ball. Ihr bekommt Gegenstände, Experience, alles was dazu gehört, was man nach dem Kampf bekommt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, ich habe bis zu 6 Dragon Balls gefarmt, sodass ich hier meinen 7. bekomme. Und danach können wir uns die Super Dragon Balls oder Superstellung beschwören und uns einen Wunsch äußern, sage ich mal. Dementsprechend, Freunde, ja, wie gesagt, Super Dragon Ball taucht, das taucht jedes Mal auf, immer wenn ihr hier reingeht. Ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, vielleicht macht das mal eine Zeit lang, setzt euch hin und macht das und sammelt mal wirklich viele Super Dragon Balls, beschwört Super Schelle und wünscht euch dann quasi dementsprechend gleich eines der Wünsche, die wir uns ansehen werden. Ich habe beide über die Y-Taste getippt, sodass ich quasi alle Charaktere nach vorne schieben kann. Und ihr könnt ihr ruhig alle nach vorne schieben, Freunde, weil mit einem Angriff ist Jaco dann auch hier leider down. Und genau, ja, dementsprechend würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, macht die Stage so oft es geht. Denn ich würde es nicht ausschließen. In der Zukunft könnte es vielleicht dann diese Stage nicht mehr geben. Heißt, ja, und ja, ist auch egal, könnt alles machen. Ihr habt schon gesehen, der hatte nur 100 Leben und der ist direkt weg. Und danach bekommen wir den Super Dragon Ball. Danach, wie gesagt, können wir Superstellung uns, ja, und beschwören. Aber ihr müsst natürlich 7 sammeln. Ich habe jetzt schon mal 6 vorab gefarmt. Das ist mein 7. Super Dragon Ball. Und dann werde ich hier Superstellung beschwören. Und die Empfehlung, wir gucken uns erstmal gleich die Superwünsche an, beziehungsweise was man sich wünschen kann. Und ich erkläre euch die einzelnen Wünsche. Aber die Empfehlung selbst, wie gesagt, da muss auf jeden Fall Shoutout geben. Die gebe ich von Goresh weiter. Er kennt sich sehr gut aus dem Spiel. Und wenn ihr da Interesse habt an dem Spiel, der Link dazu ist in der Beschreibung, checkt seine Twitter-Page ab. Und dann, genau, schauen wir uns jetzt erstmal die Wünsche an. Ihr seht es auch schon, ihr bekommt alles, was man nach dem Kampf bekommt. Wie gesagt, an sich könnt ihr mich schon mal gerne wissen lassen, wie ihr Dragon Ball findet, Super Dragon Ball Heroes, ob ihr euch das Spiel geholt habt, was ihr davon haltet, und ihr könnt gerne dem Ganzen auch ein Like geben, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, und falls neu seid, Freunde, könnt ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben und das Ganze unterstützen. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall und über jede bin ich dankbar. Und jetzt wird quasi hier unser Boy Superstellung beschworen. Erscheine, mein Boy. Superstellung sieht schon geil aus, oder? Komplett in Gold. Der goldene Drache sieht schon cool aus. So, aber jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Wünschen. Und wie gesagt, ihr könnt die Dragon Balls immer farmen und ihr könnt euch die ganze Zeit was wünschen. Es hat kein Limit, wie oft man Superstellung beschwören kann. So, wenn ihr euch das wünscht, bekommt ein Kampfmodul. Ihr bekommt quasi ein seltenes Kampfmodul, erhaltet ihr. Hier könnt ihr euren Avatar einen Superangriff beibringen. Das muss nicht unbedingt sein, sage ich mal. Ihr könnt ihm eine Fähigkeit beibringen, beispielsweise, dass sich euer Avatar transformieren kann in einen Super Saiyajin. Da komme ich gleich drauf zuzusprechen. Ihr könnt die Klasse eures Avatars erhöhen, eine Stufe quasi upgraden. Ihr könnt euren Avatar ändern, die Rasse von eurem Avatar, aber euer Avatar wird dann quasi auf Stufe 1 zurückgesetzt, also Level 1. Hier ebenso, wenn ihr die Klasse erhöht.
Ihr könnt sehr viele Erfahrungen bekommen, sehr viel Experience. Ihr könnt die Kameradschaft erhöhen. Auch wichtig eigentlich, denn wenn ihr die Kameradschaft erhöht, dann bekommt euer Avatar auch gute Stats und viele Stats. Und an sich ist es wichtig, wenn man Fokus auf den Avatar legt, weil der Avatar kann wirklich sehr stark werden. Aber da komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Ihr könnt eure Modulplätze erhöhen. Steigert quasi die Anzahl der Modulplätze. Gucken wir uns auch gleich an. Und ihr könnt eine Shenlong-Medaille bekommen. Diese Shenlong-Medaille ist quasi eine seltene Medaille und sie verschafft gute Effekte und viele Effekte oder gute Stats, sag ich mal, wenn ich das so sagen darf. Und das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber was quasi würde ich jetzt auch empfehlen, sag ich mal, aber primär die Empfehlung von Goresh wäre, wo ich auf jeden Fall auch sagen würde, da könnt ihr euch wirklich daran halten, ist, was er empfiehlt, ist erstmal am Anfang eure Modulplätze zu erhöhen. Denn in dem Kampf ist es sehr wichtig. Diese Module machen viel aus. Was ist denn Modulplätze? Am Anfang des Kampfes haben wir gesehen, meine Depp-Maschine kam und ich konnte mir für die eine Runde quasi wählen, in welche Runde er auftauchen sollte. Runde 1, 2, 3, 4 oder in der letzten Runde. Und da kann ich dann immer, beispielsweise hätte ich dann gewählt, in der Runde 2 sollte meine Depp-Maschine auftauchen. Und da kann ich dann quasi eines der Module wählen im Kampf und eines der Effekte bekomme ich. Und dementsprechend erhöht die quasi die Anzahl der Module. Das ist wichtig für den Kampf, denn die Module können sehr viel ausmachen im Kampf. Das ist quasi auch ein strategischer Aspekt, wann und wo du dein Kampfmodul einsetzen willst. Deswegen Empfehlung von Goresh auch erstmal die Modulplätze zu erhöhen. Danach ist das Wichtigste eigentlich, dass man seinen Avatar trainiert oder seinen Avatar erhöht. Zum einen, na Logo, jetzt würde man sagen, okay, dann will ich ja quasi direkt seine Klasse erhöhen. Die Sache ist jedoch, wenn ihr die Klasse eures Avatars erhöht, dann wird er auf Stufe 1 gesetzt und er behält 20% der Stats, die er zuvor hatte. Deswegen wäre es eigentlich klug, wenn man den Avatar erstmal an ein hohes Level bringt. Ich denke, Max Level sollte 99 sein. Könnt mich auch irren, ihr könnt mich das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ihr wollt aber erstmal euren Avatar ein hohes Level geben und ihn dann quasi eine Klasse befördern, weil dann bekommt er 20% seiner Stats. Heißt, Empfehlung, holt euch zuerst Kampfmodule, gewisse Anzahl an Kampfmodulen. Das nächste, was dann ist, was ihr machen wollt, ist, ihr wollt euren Avatar erhöhen. Heißt, holt ihr quasi diesen Wunsch, erhöht eure Erfahrung, die ihr bekommt. Und dann, wenn euer Avatar ein gewisses Level erreicht hat, könnt ihr ihn quasi befördern, seine Klasse erhöhen. Er wird dann, wie gesagt, auf Stufe 1 gesetzt, behält aber 20% seiner Stats zuvor. Und diesen Rhythmus könnt ihr dann eigentlich immer wiederholen. Was aber auch hier quasi an der Stelle wichtig ist, ist, dass man seine Kameradschaft stark erhöht. Denn die Kameradschaft sorgt dafür auch, dass die Stats eures Avatars erhöht wird und quasi gewisse Effekte bekommt. Und danach quasi, wenn ihr zufrieden seid mit eurem Avatar, dass er jetzt quasi eine gewisse Klasse erreicht hat, ein gewisses Level, gewisse Kameradschaft, dann kann man sich eigentlich sowas wünschen wie, dass euer Avatar sich in Super Saiyan gehen kann. Ihr könnt es auch recht früh wünschen, dann transmittiert sich halt im Kampf in den Super Saiyan. Die Sache ist jedoch, wenn euer Avatar eine gewisse Klasse erreicht, das ist nämlich die Gott-Klasse, heißt, wenn ihr quasi das macht, was ich euch gesagt habe, sein Level erhöhen, immer seine Klasse aufsteigen und so und so fort, das Ganze wiederholen, ab einer bestimmten Klasse erreicht ihr die Gott-Klasse und dann könnt ihr so oder so wählen, ob er permanent im Super Saiyan Gott-Modus bleiben soll oder im Super Saiyan Blue. Heißt, er wird sich im Kampf nicht mehr transformieren, sondern er ist dann konstant immer in Gott-Modus oder in Super Saiyan Blue-Modus. Deswegen würde ich eigentlich, also wenn ihr es mögt, macht das ruhig, aber so wie es auch Goresh weitergeht, würde ich das Ganze empfehlen, wie ich es euch gesagt habe. Heißt, ich will hier erstmal meine Modulplätze erhöhen. Ihr könnt natürlich auch ein Modul euch holen, aber erstmal, da gab es auch einen Wunsch, dass ihr euch ein Modul wünschen könnt. Ich würde aber erstmal quasi hier meine Modulplätze erhöhen, mich daran halten. Ihr bekommt dann hier quasi, könnt euch aussuchen, in welcher Runde, zum einen könnt ihr am Anfang des Kampfes wählen, in welche Runde erscheint euer Roboter. Und dann könnt ihr wählen, okay, in dieser Runde will ich jetzt quasi einen Platz freischalten. Ich nehme das mal für Platz 2. Ich aktiviere meine Death Machine gerne auf Platz 2. Und dann schalte ich hier quasi noch einen weiteren Slot frei. Und diese verschiedenen Module, wie gesagt, die ihr gerade seht, Foto, Rakete und ein Schild, die könnt ihr euch quasi von ihm auch wünschen. Aber das ist auch so ein Wunsch, beziehungsweise die Module bekommt ihr auch über den Kampf, wenn ihr kämpft, wenn ihr spielt. Aber das könnte man natürlich auch machen. Und genau, wie gesagt, ich werde jetzt mir wahrscheinlich nicht für alle Runden meine kompletten Modulplätze freischalten. Aber auf jeden Fall erstmal für Runde 2. Dann werde ich hergehen und versuchen, meinen Avatar sein Level zu erhöhen mit den Shenlong-Wünschen. Ihn auf ein gewisses Level bringen. Er ist gerade bei mir auf Stufe 17. Ihn dann quasi seine Klasse erhöhen. Oder auf 18 ist er gerade gekommen. Seine Klasse danach erhöhen. Und das Ganze wiederholen. Heißt, mein Avatar verstärken, meine Kameradschaftpunkte verstärken und ab einem gewissen Punkt
werde ich dann quasi seine Klasse erhöhen, weil wie gesagt, er droppt dann auf Stufe 1, bekommt 20% seines Stats, die er zuvor hatte. Und so eines der letzten Wünsche, die man sich wünschen könnte von Shenlong, wäre dann quasi, dass man sich diese seltenen Shenlong-Medaillen holt, weil die erhöhen ja quasi auch die Stats und so fort. Und wie gesagt, aus dieser Stage droppen auch Gegenstände. Leider sind bei mir keine Gacha-Tickets gedroppt, aber ihr könnt auch Gacha-Tickets natürlich droppen. Heißt, sowohl Super Dragon Ball Farm als auch an sich Tickets zu holen oder Gegenstände zu holen, kann man in dieser Stage machen, Freunde. Ihr habt den Code, macht die Stage auf jeden Fall. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ihr könnt aber auch den Boy wissen lassen, wie ihr die Stage findet. Ich fand die Stage auf jeden Fall gut. Gebt mir den ganzen auf jeden Fall ein Gut. Und dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.